Halli, hallo, hallöchen und schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir angefangen, uns hier schon mal ein bisschen umzuschauen. Aber es sieht... Das haben wir doch vorhin schon gehört. Ah, das sieht mir hier nach einer ganzen Menge Stress aus. Darauf erstmal ein Geisterpunkt. Reicht das schon? Ne, einen brauchen wir noch. Geben auch immer weniger die Dinger, aber hier haben wir noch einen. Wenn dafür doppelt so viele da sind, ist es auch okay. Und dann gucken wir doch mal direkt. Das fand ich doof. Was hat man hier noch? Mehr Pfeile wäre gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das machen wir. Ohne lang zu überlegen. Weil die drei Pfeile sind echt nicht so viel. Was macht die Taste? Ah ne. Ist bloß Sabotage, war keine Taste. Obwohl hier halt keine Gegner sind. Oben drüber kommen wir nicht. Das Ding ist noch rot, also müssen wir erstmal hier wieder durch den kleinen Schacht. Ist das nicht der Bereich, in dem wir gerade gekämpft haben? Das sieht ein bisschen anders aus, oder waren wir ein, zwei da drüben? Komm, wir nutzen die gleich mal. Diese aber auch immer weg. Uah, wegfliegen, das... Ich bin doch dahinter. Was soll ich noch machen? Jetzt die Leiche gesehen oder was war der Grund? Wir gehen erstmal. Vielleicht beruhigen die sich ja wieder. Drüben sind die Wissenschaftler. Aber das Teil ist noch gesperrt. Dann gehen wir doch nochmal außen rum. Die sind auf jeden Fall wachsam. Tut mir leid, wenn ich hier so rumeier, aber ich würde gern den einfachsten Weg nehmen, den es gibt. Beziehungsweise den, bei dem wir ein bisschen unentdeckt durchkommen. Weil das macht mir insgesamt doch mehr Spaß, als hier einfach drauf loszufetzen. Kannst du dich bitte bücken? Danke. So, wir können auf jeden Fall... Oh Gott. Scheiße, wenn wir jetzt hier rüberklettern, reicht das? Hat gereicht. Das sind aber auch ganz schöne Typen, ey. Stell mal vor, das ist dein Arbeitskollege. Ist richtig dumpf, wenn er hier langläuft. Naja, wir warten jetzt erstmal, bis die wieder hier rübergelaufen sind. Dann kommen wir da hinten lang. Na, da steht noch ein Exo. Sieht er uns hier schon? Nee, ne? Nö, wir können auch hier nochmal. Die Frage, ob wir Sabotage machen an dem Ding. Oh Gott. Bitte geh weg. Na, den können wir auf jeden Fall nicht leise umbringen. Das wäre dann doch etwas eigenartig. Ich habe auch keine Lust, dass die uns hören, wenn ich jetzt hier Sabotage mache. Die drehen sich dann noch so schnell wieder um, wir lassen das. Ich glaube, das nächste Ziel wäre, da drüben hinzukommen. Dann können wir den ausschalten. Oh Gott. Dafür müssen die sich aber nochmal rumdrehen. Und der Exo muss natürlich auch... Ja. Ich glaube, das ist der richtige Moment jetzt. Ah! Kurz die falsche Taste gedrückt. Hätte ich es schon wieder fast vergeigt hier. Er steht jetzt an diesem Geländer. Hat er das die ganze Zeit schon gemacht? Ich glaube nicht, oder? Das heißt, wir könnten ihn wahrscheinlich darüber ziehen, aber jetzt sind wir einmal dran vorbei. Also wirklich bewegen tun die sich nicht mehr. Ich glaube, wir haben jetzt hier gerade so einen kleinen Checkpoint erreicht. Oh, der Exo latscht die ganze Zeit hier blöd rum. Da vorne kommt ein Wissenschaftler. Ja, gute Frage, was wir jetzt machen. Der läuft hier rum.
Heißt eigentlich dem hinterher. Dafür müssten wir aber eventuell das Teil noch ausschalten. Ah, er sieht uns. So. Kameratrick abgeschlossen. Drücke Shift F3, um das Fenster zu öffnen. Jetzt nicht. So, das heißt, ich würde jetzt einfach mal dem Typen hier folgen. Ah, wo läuft der jetzt lang? Wir müssen uns beeilen. Oh, 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 oh. Das läuft schon wieder alles ganz schön scheiße. Jetzt aber. Das war mehr Glück als alles andere. Nein! Nein, Exo! Gott! Scheiße! Ach, verdammt. Es klappt einfach nicht unentdeckt. Weiß nicht, ob ich mich zu dumm anstelle. Heil dich mal bitte. Ja, ich weiß nicht, ob ich es bin, der sich hier zu doof zu anstellt. Aber es ist auch echt nicht so einfach. Da hat's geleckt. Du kannst dich auch verpissen hier. In Richtung. Also dafür, dass es eigentlich hieß, wir müssen unentdeckt bleiben, läuft es doch richtig gut. Weiß nicht, ob Rodko seine Ablenkung schon gestartet hat. Ja, die haben sich aber auch ein bisschen in die Hosen gemacht hier. Naja, zumindest haben wir vorher die Kamera kaputt gemacht. Dann haben die es im Nebenraum vielleicht nicht bemerkt. Hört man ja auch gar nicht in so einer Halle, wenn da 10.000 Leute schießen. Wir sind auf jeden Fall da angekommen, wo wir sein sollten. Dank Evas Hilfe konnte Edena entern. Infiltrieren. Ava, I'm at the entrance to the site. Good. The dam is down below. I'll give you the targets once you're in. Try to be careful. Don't worry. This isn't my first rodeo. Und weiter geht's. Auch wieder eine ganze Menge Gegner hier. Könnten natürlich hier drüber springen, wären gleich da unten. Ich glaube, das mache ich auch. Oh, hier war ja einer. Ich sollte genauer gucken. Kein Wunder, dass ich es immer verkacke hier. Den haben wir. Die dort machen Pause. Vorne läuft einer lang, der sieht uns hier aber noch nicht. Bin dahinter. Du kannst mich nicht sehen. Der hat's nicht mitgekriegt. Wir lassen hier Muskelprotz nochmal schnell vorbei. Das sieht auch nicht nach einem gesunden Gang aus, ne? Ich glaube, der muss mal zum Arzt. Oh, jetzt müssen wir warten, bis er sich da hinten wieder rumdreht. Dann können wir uns den hier schnappen. Kamera sehe ich jetzt erstmal nicht. Der ist noch da hinten. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Am letzten jetzt. Ach man, weil der sich so schnell rumgedreht hat. Naja. Ach, jetzt haben die erst gefunkt. Ich hätte es sogar noch geschafft. Ach, Mist. Komm, mach einfach schnell das Ding hier auf. Und rein hier. Kann ich das von innen wieder zumachen? Okay, let's go. So. So geht's auch, würde ich sagen. War vielleicht so nicht vom Spiel gedacht, aber okay. Das war ärgerlich jetzt. Muss doch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin da einfach etwas zu ungeduldig.
Was haben wir hier? Wir müssen einen Helm tragen, Arbeitsschutzschuhe, Handschuhe, ein Dings für die Ohren. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Schalldichte Kopfhörer oder so. Und natürlich eine Warnweste. Dann machen wir doch einmal die Tür auf. Autorisiertes Personal only. Sind wir natürlich. Könnten da hinten durch den Lüftungsschlitz. Die mag ich immer noch am meisten hier. Ihre Überlebensrate verbessert sich. Na, das klingt ja spitze. Dann haben wir zumindest schon mal die Kameras aus. Hier noch was zu trinken. Ne, wir haben genug. Na, dann trinken wir doch mal eine Flasche. Können wir auch eine neue nehmen. Was haben wir da noch? Sind das Zigaretten? Lucky Stars. Wahrscheinlich Zigaretten. Aber wir rauchen natürlich nicht. Wir sind ja Umweltaktivisten. So. Wo müssen wir hin? Da ganz hinten. Ist das große Tor, wo der Fahrstuhl dahinter ist. Der da drüben guckt mir aber ein bisschen zu sehr in unsere Richtung. Die Frage, wenn ich jetzt hier drauf springe und rüber, hinter das Geländer, ob der uns so schnell sieht. Was war das? Habt ihr das gehört? Der da vorne scheint sich nicht zu bewegen. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt können wir rüber. Oh, oh. Ja, du siehst uns nicht. Na, ui, das war aber schon wieder eine knappe Kiste hier. Müssen wir bloß mal gucken, wo er langläuft. Bleibt hier stehen, oder? Es ist eine Sie, ne? Entschuldigung. Zu spät gesehen. Glaube ich zumindest. Sah so aus. Ich weiß es nicht. Ein S. War es. Wenn ich den hier umlege, haben wir das Problem, dass das bestimmt einer von denen bemerkt. Aber hier an dem vorbeilaufen kann ich auch nicht. Zumindest glaube ich nicht daran, dass ich das könnte. Das fällt auch gar nicht auf, dass da einfach so ein paar Beine aus dem Geländer gucken. Sieht er oder sie da vorne auf jeden Fall nicht. Naja, ich würde jetzt einfach mal dran vorbeihuschen. Hat geklappt. Ja, hinter die Mülltonne. Ich bin nur Müll. Zu lange stehen gelassen. Ganz viele Maden, die sich hier gerade bewegt haben. Mehr war es nicht. Durch die Frage, wenn ich jetzt die Taste drücke, geht wahrscheinlich das Tor auf. Aber das kriegen doch alle mit. Ist das wirklich der Weg, den wir gehen sollen? Wir probieren es aus, wa? Jetzt ist die Taste rot. Aber auf ging es nicht. Wir müssen vermutlich doch erst nochmal hier rein. Oh Gott. Hier ist aber auch gut was los. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich die Person da vorne hier kriegen soll. Der sieht uns aber sofort. Das heißt, wir müssen doch nochmal einen anderen Weg gehen. Dann gehen wir nochmal die komplette andere Richtung lang. Der da am Geländer hat sich auf jeden Fall vorhin auch bewegt. Mit denen hat man meiner Meinung nach nicht mehr, als wir hier gerade drüber geklettert sind. Der wird uns hier sehen, ne? Ja. Wir huschen einfach mal. Schnell. Hat geklappt. Und nochmal. So, von hier sind wir gekommen.
Den umzulegen sollte ein leichtes sein. Jetzt läuft die hier innen lang. Die ist vor uns schon gemacht. Ich weiß es nicht. So, wir warten auf diesen Moment. Dann können wir hier lang. Und jetzt warten wir drauf, dass die gehen. Dann können wir da durch den kleinen Lüftungsschlitz wieder durch. Oder was auch immer für Schlitze das sind. Jetzt aber. Los. Jawohl. Wir haben es geschafft. Ich bin ja fast ein bisschen stolz auf mich. Zur Kenntnisnahme für alle. Elite-Agenten wurden von der Sicherheitsabteilung zu uns geschickt. Sie werden in den kommenden Tagen zu unserem Sicherheitsdienst stoßen. Denken Sie daran. Diese Offiziere sind zu Ihrer Sicherheit hier, also beurteilen Sie sie nicht nach Ihrem Aussehen. Boah, da kam ein kleiner Schlucken hoch. Jo. Ist ja egal, wie die aussehen. Sind doch eh alles Ex-Häftlinge. Also werden es wahrscheinlich alles so Typen sein wie wir. Was ist da los? Geh nachsehen. Ach nee. Nö, ich würde da nicht nachsehen. Also, die kommen aber nicht hier rein. Die gehen hier nachsehen. Aber vielleicht können wir die Zeit nutzen, um hier jemand anders noch umzulegen. Wenn die mal einmal ihren Posten verlassen. Nö, das macht es uns gerade nur schwieriger. Jetzt müssen wir wieder andersrum. Oh Gott. Geh weg. Ja, also wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder genau den Weg andersrum, wo wir gerade eben waren, dass wir da durchkommen. Hier sieht uns ja keiner. Das schaffen wir. Er ist weg. Also können wir hier lang? Sieht er das, wenn wir den jetzt hier rüberziehen? Ach, das sind alles so Fragen. Ah, da stehen ja auch noch zwei. Aber ich denke, das ist der Plan. Erst den, dann warten, bis der da hinten sich rumdreht. Dass wir ihn hier mit seiner Liste, die endlos lang ist, auch erledigen können. Aber die beiden dann hier gleichzeitig wird schwierig. So, jetzt hat er sich weggedreht. Da kriegt er eine Kopfnuss. Ich würde den hier trotzdem mal noch ausschalten, auch wenn er uns sehr wahrscheinlich nicht groß gefährlich wird. Wäre es mir doch lieb, den erstmal wegzuhaben. Hä? Wieso? Wieso sieht er mich? Ach komm. Aber es hat nicht gereicht. Er hat noch keinen Funkspruch ausgelöst. So, was macht man mit euch beiden Süßen? Doppelte Attacke mit Armbrust haben wir ja das letzte Mal schon probiert. Ist nicht so das Geilste. Aber bewegen tun sie sich auch nicht. Ich weiß es nicht. Dann vorbeirennen wird nichts. Ist das jetzt wirklich so gedacht, dass wir es nicht schaffen? Ach, wir können nicht mal. Komm, renne hier lang. Drück den Fahrstuhl. Und hoch. Dann machen wir es halt so. So wie wir es auch schon davor gemacht haben. Wir hauen einfach ab. Zumindest wurden wir noch nicht entdeckt. Und da sind wir auch schon wieder an einem Folgenende angelangt. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Perhaps I'll pay her a visit. Das mussten wir uns noch kurz anhören. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.